tolle Orte entdeckt und dazu passend Literatur gesucht und auch gefunden in den meisten Fällen, nein, in allen Fällen. Wir haben einfach zu den Orten uns einfach Texte und Literatur überlegt, die passt, und das hat funktioniert. Das Café Lindentraum ist wie Sabine Heinrich cool und süß. Wir gehen immer nur einmal in einen Ort. Das entspricht unserem Konzept, dass wir neue Orte entdecken, diese präsentieren, mit total passender Literatur füllen und dann weiterziehen. Speziell diese Lesung war innerhalb von 24 Stunden ausgebucht. Wir haben kleine Orte und wenn der Laden voll ist, ist er voll und die Karten sind weg. Hallo Sabine Heinrich, schön, dass du die Zeit gefunden hast für ein Gespräch. Du bist eine der erfolgreichsten deutschen Radiomoderatoren und hast auch schon diverse Fernsehshows moderiert. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben, und war es getreu nach deinem Motto, kann ich nicht, kann ich aber lernen? Eigentlich hätte ich eine Schmuckkollektion machen müssen oder vielleicht eine Platte oder so, ne? Kann ich alles nicht. Und das werde ich auch nicht mehr lernen, deswegen habe ich mich entschieden, ein Buch zu schreiben, ganz genau. Hast du schon länger eine Affinität zum Schreiben? Ich habe beim Schreiben angefangen tatsächlich. Ich habe bei der Zeitung meine journalistische Karriere begonnen mit 15. Und also das Schreiben lag mir jetzt nicht so fern. Und alles, was ich tue in meiner täglichen Arbeit als Radiomoderatorin, als Fernsehmoderatorin, als Journalistin auf Reportagereise, hat immer eher einen schriftlichen Ursprung und ein schriftliches Fundament. Es geht nichts, ohne vorher aufzuschreiben. Kannst du uns bitte kurz erklären, um was es in deinem neuen Roman geht? Wir machen eine Reise mit zwei Frauen, die unterschiedlicher und auf der anderen Seite auch gleicher nicht sein können. Das sind Oma und Eva. Eva ist die Enkeltochter, die ist Anfang 30 und Oma ist Ende 70 und beschließt, nach 60 Jahren Ehe den Opa zu verlassen und hat diese Entscheidung gefällt. Eva ist mit Johannes zusammen in einer Beziehung, von der wir sagen würden, die ist auf hohem Niveau okay. Und hat aber eine Affärennacht. So, was machen jetzt? Also die Affäre durchziehen oder beim mittlerweile leicht langweiligen, aber soliden Freund bleiben? Und die kommt erstmal nicht zu einer Entscheidung. Und so beschließen die beiden Frauen, durchzubrennen und lernen voneinander. Wie viel Sabine Heinrich steckt in der Hauptfigur Eva? Alles. Ich hab's ja geschrieben. Oder was meinst du? Ja, also kannst du dich damit identifizieren? Ja, wenn ich könnte ich ja nicht, wenn, also ich habe es ja geschrieben. Das ist immer so verrückt, dass, auch bei Songs ist es ja immer so, ich frage mich immer, wie kann ein Song nichts mit dem zu tun haben, der es nicht geschrieben hätte? Eva, die Hauptfigur, steht zwischen zwei Männern oder zwischen zwei Lebensentscheidungen, wie sie später herausstellt, dass es gar nicht um die Typen geht. Und natürlich kenne auch ich die Situation, dass man mal eine unpopuläre Entscheidung treffen muss oder in seiner Beziehung nicht weiterkommt. Kennst du auch, oder nicht? Klar. Ja, also nicht nur in Eva, sondern auch in der alten Frau, in der Oma steckt ganz viel von mir, auch in den Männern steckt ganz viel von mir. Es ist die Summe meiner Hoffnungen, meiner Erfahrungen und meiner Ängste. Ich kann gar nicht die von mir komplett wegschieben. Ich habe sehr viel Zeit mit diesen Figuren verbracht und Eva tut auch Dinge, die mit mir gar nichts zu tun haben. Glaube ich immer, aber vielleicht ist da irgendwas im Unterbewusstsein, was mich dann doch dahin bewegen würde. Also die Auseinandersetzung mit jeder einzelnen Figur hat mich übrigens persönlich auch weitergebracht. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, einfach abzuhauen und für eine Weile unterzutauchen? Jeden Tag. Jeden Tag? Fluchtgedanken gehören zu meinem Leben und ich finde das sehr reizvoll. Ich kann an keinem Bahngleis stehen, ohne nicht den Gedanken zu haben, einfach in den nächsten Zug steigen und nicht wissen, wo ich aussteige. Ich habe irgendwann angefangen, diesem Trieb Raum zu geben und hau dann auch einfach ab. Also ich bin schon durch die Wildnis gepaddelt, von Kanada nach Alaska. Ich war im vergangenen Jahr ganz alleine 5 Wochen in Asien unterwegs und da hatte ich nur einen Flug gebucht, hin und wieder zurück. Und was dazwischen passiert ist, das wusste ich nicht. Ich steige auch überall drauf, ich steige überall ein und komme überall mit hin. Denn ich glaube tatsächlich, wenn man sich ein bisschen verläuft, dann kommt man auch ans Ziel. Das stimmt. Das Buch scheint ziemlich gut anzukommen. Gibt es schon Überlegungen für einen zweiten Teil oder sogar für ein neues Buch? Einen zweiten Teil würde ich langweilig finden.
Also ich finde, die Geschichte ist auserzählt. Hätte ich noch mehr Ideen dafür, dann hätte ich einfach das Buch länger geschrieben. Also dass ich die Auseinandersetzung mit den beiden, ich habe mich von Oma und Eva verabschiedet, tatsächlich. Das ist so, da ist es jetzt und jetzt muss was Neues her. Und daran arbeite ich. Ist aber tatsächlich ein bisschen schwieriger als beim ersten Mal. Was kommt nach der Moderatorin und Buchautorin Sabine Heinrich? Reißt sich noch irgendeine andere Aufgabe? Vielleicht doch eine Platte oder eine Schmuckkollektion? Ich weiß es nicht. Weißt du, einfach machen. Einfach machen. Deswegen finde ich auch dieses Literaturfest hier so toll. Da sind zwei Leute, die einfach Lust auf Kultur hatten. Und natürlich kannst du dich da am Küchentisch betrinken und am nächsten Morgen nüchtern feststellen, sind wir alle bescheuert. Aber ich finde die Idee, es dann einfach zu machen, den Arsch hochzukriegen, so fantastisch. Also, wer weiß, was kommt. Vielen Dank, Sabine Heinrich, für das nette Gespräch. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg für das Buch. Ja, super, danke. Also ich war letztes Jahr selber Gast auf diesem Festival Godesberg, liest bei zwei Veranstaltungen und fand das so toll, was in Godesberg auf die Beine gestellt wird, dass ich halt dann zum Herrn Lüderitz gesagt habe, dass wenn es nochmal stattfinden sollte, würde ich auf jeden Fall gerne Gastgeberin werden. Und ich finde es einfach super schön, dass auch meine Veranstaltung ausgebucht ist und freue mich einfach auf diesen regen Zulauf, auf diese Veranstaltung, finde ich echt klasse.